be on my way now. You just give me a... Man hat es gerade gesehen, der Focus ist weggegangen tatsächlich, ich habe ihn verkauft. Jetzt bin ich gerade auf dem Rückweg. Ich habe von Sixt einen richtig geilen Opel Corsa gekriegt, ich weiß gar nicht, 80 PS oder sowas. Das Ding hat eine 8-Gang-Automatik, Junge. 8-Gang-Automatik bei 80 PS oder 90, ich muss glaube ich nochmal die Zulassung gucken. Ja, ich bin jetzt auf dem Rückweg und dann morgen wird die neue Tuning-Karre abgeholt, die ich erstmal als Übergang fahre. Zweiter Tag. Endlich mal wieder Straßenbahn fahren. Nächste Station, Plan. Rudi, was ist das für eine Tuning-Karre? Ich bin schon richtig aufgeregt auf meine Neuwagenlieferung. Was gibt es da zu lachen? Mal gucken, ob du in Rostock ankommst, ne? Ey, sag sowas nicht. Ich denke, der ist so gut. Der ist top. Der ist top. Jetzt ist er wieder top. Der hat frischen TÜV. Das heißt, er ist mein Nix. Das stimmt. Schieß, Junge, Alter, das ist ja das geilste Auto, was ich jemals gefahren habe. Naja, das ist gelogen. Junge, das wird, willst du jetzt gleich wieder los eigentlich, oder stellen wir dir noch hier nur kurz hin für den dicken Carporn? Ja, mal, die Aufkleber sind die geilsten an. Wow! Still got crack, crack. Was hast du für Teilekosten schon? 100 Euro oder so. Oh. Das Ding hat 120 Euro gekostet, mit frischem TÜV. Den TÜV musst du bezahlen? Ja. Auch nochmal 100 Euro. 130. Boah, Wucher, Junge. Willst du dich mal dick draufsetzen jetzt hier und ein Tuning-Lied unterlegen? 80er-Jahre-Musik, 80er-Jahre-Hip-Hop? Nein. Mit deiner Sonnenbrille? Nein. Jetzt sei nicht so. Hauptsache der Hooligan-Aufkleber klebt jetzt drauf. Ist das Speedway von innen angeklebt? Ich schieß mich ab, ey. Boah. Aber ich habe beim Ausräumen von meinem Auto noch meinen Vignettenkratzer gefunden. Geht ja auf den Lack auch, habe ich gehört, ne? Die Klinge? Klar. Klar. Danach lackieren wir alles mit Felgensilber. Junge, das wird ein wilder Ritt jetzt. Bin sehr gespannt. Bin auch gespannt. Ich schreibe dir gleich, wie ich bei meiner Schwester angekommen bin. Folgendes ist passiert. Oh, erstmal einen Sitz einstellen. Oh, ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Erstmal starten die Möhre hier. Das war schon mal nicht so gesund. Das ist wild auf jeden Fall. Mal hier die Lüftung ausmachen. Da funktioniert ja schon mal alles sehr gut. Oh, das wird super. Ich freue mich. Freue mich. Und was sagst du? Wie findest du mein neues Auto? Das finde ich unmöglich. Findest du unmöglich? Ja. Warum denn das? Weil das nicht deins ist. Ja, aber der blaue, der ist weg. Wieso denn? They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would. Weil ich ein anderes Auto kriege. Wieso denn? Das ist eine sehr gute Frage. So, ihr fangt jetzt an zu arbeiten hier. Ja. Dann bin ich weg. Da hinter dem Mülltonnen, da wollte ich auch noch welche hinsetzen, damit das so ein bisschen zuwächst. Ich habe ihn gerade gefragt, heute? Oh Gott. Ich habe ihn gerade gefragt, wie er mein neues Auto findet. Und? Was hat er gesagt? Findet unmöglich. Ich möchte gerne der Fahrer sein. Du möchtest gerne der Fahrer sein? Ja, bei dem Spielzeugauto ist auch kein Problem. Hast du die Tuning-Antenne gesehen hier? Die ist besser als meine. Da kann ich noch funken mit, du. Die ist besser als meine. Hier, Lack ist auch richtig gut. Habe ich hoffentlich auch eingefangen. Tippitoppi. Was ist schon wieder? Ich habe Aufkleber drüber, es fällt auch nicht mehr auf. Hast du noch einen? Willst du einen raufkleben? Nein, ihr könnt nicht fahren. Na los, steig ein.
Macht nichts. Kann ruhig dreckig werden. Ey, tschüss. Ja, tschüss. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, behalte es nicht. Hau rein! Guck mal, Max, dein erstes Auto. Ja, gib das ja auf. Ja, aber die werden nie abgehen, die Aufkleber. Guck mal. Hupe geht. Hupe geht. Oh, ich hab ihn. Oh, da ist der Lack noch richtig gut unter. Das sieht natürlich jetzt viel besser aus. Jo, neuwertig, neuwertig, ne? Der Lack da unten ist richtig gut, hör mal. Oh. Ja, die Hupe geht. Da freut er sich da drin. Ne? Hör auf! Wir haben Nachbarn. So, jetzt wird's wild. Ich bin auf dem Weg zur Autobahn. Mal gerade hinsetzen hier. Ne, geht nicht. Kopffreiheit ist nicht da. Ja, bin auf der Auffahrt hier. Dritter Gang. Jetzt drehen jetzt 3000 Umdrehungen. 60 km/h. Jetzt wird's wild. Achtung. Vollgas. Immer noch Vollgas. Lenkrad kriegt leichte Vibrationen. Ja gut, lassen wir das aber an der Stelle. Ist wahrscheinlich besser für die Gesundheit von jedem von uns. Auto, meine, der Menschen hier. Aber trotzdem, das wird eine super Zeit zwischendrin jetzt. Ich bin gespannt. 2 Monate später ist es dann doch noch angekommen. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben. Ich dachte schon, es kommt erst im September. Ist dann doch endlich noch gekommen, das Auto. Yay. Ja, wir gucken uns jetzt gemeinsam an, nochmal so zum Abschluss das Video, weil das liegt ja auch schon 3 Monate rum. Das könnte ich dann mal hochladen vielleicht und so sieht's aus, das ist geworden. Und dann gibt es auch nochmal ein einzelnes und wahrscheinlich mehrere, mal gucken. Ist ein bisschen ruhig geworden hier auf dem Kanal. Ja, aber das ist es geworden. Well, on that note, what time is it? Time to get paid, blow up like...